Hi, willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Vor knapp einem Jahr habe ich mal ein Video hochgeladen mit den meistverwendetsten Alexa-Skills der Deutschen. Und da waren wirklich kuriose Skills dabei, auch ziemlich viel Trash. Gerade jetzt während der Quarantäne habe ich mir aber überlegt, da ist doch bestimmt ein Sprachassistent viel häufiger im Einsatz so im Durchschnitt bei den Leuten als sonst. So geht es zumindest mir. Deswegen gibt es heute mal meine 10 meistverwendetsten Skills für den Amazon Echo. Und die sind natürlich alle kostenlos. Jetzt geht's los mit dem Video. Ganz viel Spaß. Und damit beginnen wir mal relativ früh am Tag noch, und zwar dem Morgen. Wie beginne ich meinen Morgen jeden Tag? Klar, ich werde geweckt vom Amazon Echo und sage damit erstmal Alexa, stopp. Das sind die ersten zwei Worte, die ich jeden Tag verwende. Ist natürlich noch kein eigener Skill. Viel spannender geht es jetzt aber im Anschluss weiter, denn dann bin ich erstmal sozusagen wach und wache jetzt langsam auf. Und während ich aufwache, nutze ich den Skill Blinkist. Blinkist ist ein super interessanter Skill, beinhaltet über 3000 Sachbücher. Und jeden Tag gibt es da for free eins gratis sozusagen in 15 Minuten zusammen. Angefasst und das Ganze in Hörbuchqualität. Das heißt, man hat hier wirklich so eine Art immer das Gefühl, direkt mal was Produktives und Informatives am Beginn des Tages hier als Input zu bekommen. Gerade fürs Allgemeinwissen und die Persönlichkeitsentwicklung doch wirklich klasse. Ich zeige euch das Ganze mal kurz. Alexa, starte Blinkist. Okay. Willkommen bei Blinkist. Jetzt. Dein Free Daily ist heute der Positiveffekt von Sven C. Vöpel Fabiola H. Gerpott. Möchtest du dir diesen Titel jetzt anhören? Ja. Ihr merkt's, also Sven das C. ist Vöpel und Fabiola Free H. Daily. Gerpott. Der Positiveffekt. Mit einer Umstellung der Einstellung das Management revolutionieren. Klingt interessant. Bei diesem Büro ist Stopp. Ja, ihr habt es gesehen, so in der Art funktioniert das Ganze. Nachdem ich dann die 15 Minuten investiert habe und hier wirklich neues informatives Wissen sozusagen gesammelt habe, geht's weiter. Ich stehe auf, mache mich fertig, gehe ins Bad und lass mir im Bad erstmal über den Echo Spot die Tagesschau in 100 Sekunden ablaufen. Das funktioniert natürlich auch über ein Echo-Gerät ohne Display, also beispielsweise über den Echo Plus oder einen normalen Echo würde es auch funktionieren. Aber eben über den Echo Spot habt ihr da noch ein kleines Display eben mit dabei, gerade beim Zähneputzen super gut und dann erstmal eben in 100 Sekunden informiert werden, was in den vergangenen Tag so los war. Ist einfach super praktisch, um up to date zu bleiben. Nachdem ich das Bad dann verlassen habe, mich angezogen habe und das erste Mal sozusagen zu meinem Schreibtisch gehe im Wohnbereich, starte ich direkt mal auf dem Echo Show 5 und Echo Show 8 Aquarium Bildschirmschoner. Das ist auch ein kleiner Skill, wie der Skillname auch schon sagt. Dadurch wird euer Echo Show Display direkt zu einem Aquarium sozusagen. Da schwimmen Fische drin rum. Ihr seht, ich bin da ultra Fan davon. Auch hier im Hintergrund gerade wieder ein Aquarium sozusagen. Einfach für das ganze Feeling, gibt einfach so eine beruhigende Stimmung. Ist natürlich viel günstiger als ein richtiges Aquarium. Hat wahrscheinlich nicht ganz den Effekt, aber immerhin so ein bisschen. Und klar, wenn man eh schon Echo Shows zu Hause rumstehen hat beispielsweise und wenn die mal gerade nicht genutzt werden, ist es doch relativ nice, wenn man sich einfach während dieser Phasen, wo sie nicht genutzt werden, dort ein Aquarium anzeigen lassen kann. Kleiner Nachteil an diesem Skill, während er aktiv ist, könnt ihr nicht einfach mal irgendwie Fragen stellen oder sonstiges. Nein, da seid ihr sozusagen immer in diesem Skill. Das heißt, bevor ihr dann Alexa wieder richtig verwenden wollt, müsst ihr den Skill erst deaktivieren und das ist ein bisschen nervig, aber ansonsten optisch ist es wirklich eine super Sache. Fällt mir dann tagsüber irgendwas spontan ein, was ich definitiv noch einkaufen muss oder was wir haben sollten für die WG, dann setze ich es einfach auf die Bring-Einkaufsliste. Hier sei kurz gesagt, theoretisch gäbe es natürlich eine vorgefertigte direkt in der App von Amazon, aber hier ist das Coole dran, jeder hat dann eben Zugriff drauf, jeder kann mit seiner eigenen App sozusagen noch, gerade in der WG super praktisch, dort Sachen ergänzen, jeder kann über seinen eigenen Echo dort Sachen auch hinzufügen und so weiter, deswegen ist bei uns einfach die Bring-Einkaufsliste zurzeit komplett im Einsatz. Nachdem wir dann alles erfolgreich eingekauft haben, was wir davor auf unsere Liste hinzugefügt haben, geht es weiter ans Kochen, denn ich koche eigentlich einmal am Tag, entweder mittags oder abends, dass ich mir selber wirklich ein Gericht koche und immer gerne was Neues ausprobiere. Und hier ist natürlich ein Skill unumgänglich, und zwar der Chefkoch-Skill. Kann man auch theoretisch auf Geräten ohne Display verwenden, wie dem Echo Dot oder dem normalen Echo Plus oder normalen Echo, aber mit Display ist das Ganze natürlich schon viel, viel sinnvoller. Wir beispielsweise haben hier in der Küche den Echo Show 8 stehen, dort sieht man dann direkt immer das Rezept, was man kochen möchte, sieht die Zutaten, sieht den Ablauf der Zubereitung, was einfach beim Kochen ultra praktisch ist, ist immer noch nett mit Bildern hinterlegt und so weiter, deswegen gefällt mir der Chefkoch-Skill einfach auch super gut und man wird täglich einfach immer durch beispielsweise das Rezept des Tages inspiriert, einfach mal was Neues auszuprobieren. Nach einem superen Chefkochgericht geht es dann weiter wieder ans Arbeiten und da ist eins vor allem für mich wichtig, und zwar Atmosphäre, dass um mich herum einfach ruhig ist, dass ich mich wohlfühle, dass ich eine angenehme Atmosphäre einfach um mich herum habe. Und gerade in der Corona-Zeit kann ich natürlich die eigenen
meine vier Wände noch weniger verlassen, denn ich habe mich ultra gerne einfach immer draußen mal auf eine Bank hingesetzt und da noch ein bisschen ein Video geschnitten. Klar, mache ich nach wie vor auch, aber ihr wisst, was ich meine. Generell ist man einfach insgesamt gerade weniger draußen und doch mehr zu Hause. Und genau deswegen habe ich mich da ein bisschen auch schlau gemacht und so als für mich den besten Naturgeräusche-Skill, den Waldspaziergang-Skill entdeckt. Dieser läuft wirklich sogar zurzeit wirklich die meiste Zeit eigentlich auf meinem Echo Plus einfach im Hintergrund, weil es wirklich ein super, ja, angenehmes, natürliches Geräusch ist, ein bisschen Vogelgezwitscher um einen rum zu haben und man kommt so ein bisschen von diesem Stadtfeeling weg. Damit gehen wir weiter in Richtung später Nachmittag, früher Abend, denn da wird meine Alexa eigentlich zu einem reinen Entertainment-System. Jetzt noch kurz vorab, bevor ihr hier die zwei, drei witzigen oder coolen Entertainment-Skills erfahrt. Ein Skill, den ich zwar selbst nicht verwende, der aber doch definitiv, glaube ich, sehr, sehr häufig verwendet wird, und das ist das Fernsehprogramm abzufragen. Funktioniert super einfach per Zuruf, gerade in der Generation meiner Eltern, viele Bekannte von denen, die auch ein Echo-Gerät haben, habe ich mich jetzt mal ein bisschen umgehört. Die nutzen diesen Skill doch sehr häufig. Ich beispielsweise gar nicht mehr, da ich wirklich nur noch am Streamen bin und gar kein Fern mehr schaue, aber das noch als kleiner Hinweis. Jetzt geht's weiter und zwar der erste Skill, der wirklich super praktisch ist und der nennt sich GeoQuiz. Super witziger Skill, den kann man alleine spielen, den kann man aber auch genauso gut in der Gruppe spielen oder als Trinkspiel verwenden oder sonstiges. Hört einfach mal rein. Da geht's praktisch darum, dass all diese Fragen, die jetzt hier gleich kommen, immer so ein bisschen was mit Geografie zu tun haben. Macht ultra Spaß. Man verbessert sein allgemeines Wissen und ja, hört einfach mal selber rein. Alexa, starte GeoQuiz. Willkommen bei GeoQuiz. Zu jeder Frage gebe ich dir eine Auswahl an Möglichkeiten. Das freut mich. Du musst mir dann sagen, was richtig ist. Ja. Wollen wir eine Runde spielen? Ja. Hier ist die erste Frage. Wie heißt die Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern? A. Greifswald. B. Schwerin. C. Stralsund. D. Rostock. B. Stimmt, richtig. Wo liegt das größte zusammenhängende tropische Regenwaldgebiet? A. Auf Sumatra. B. Am Amazonas. C. Am Kongo. D. In Malaysia. Amazonas? Jawohl. Richtig. Okay, das war jetzt geraten. Zu welchem Land gehört die Insel Sulawesi? Alexa? Australien? Stopp. Also ihr merkt schon, ich denke, das Prinzip ist natürlich klar und ihr habt es direkt verstanden. Wirklich cool gemachter Skill, kann ich euch nur empfehlen. Ähnlich cool weiter geht es mit einem Musikquiz. Da hat mir ein Abonnent geschrieben, das Ganze mal per Mail zugeschickt, hat er selbst erstellt diesen Skill. Und dieser Skill beinhaltet die beliebtesten Songs der 60er Jahre bis zu den 2010er Jahren. Man kann dann auswählen sozusagen, in welchem Jahrzehnt man spielen möchte. Auch den zeige ich euch jetzt mal kurz. Alexa, starte Musikquiz. Hi, dann lass mal sehen, wie gut du heute bist. Möchtest du dein Spiel weiterspielen? Nein. Neustart das ultimative Musikquiz. Wähle aus von 1 bis 4 Spielern. 1. Wähle ein Jahrzehnt. Von 60er bis 2010. 2010. Einen kleinen Moment. Ja. Ich suche dir deinen Mitspieler. Du spielst gegen Sibylle. Los geht's. Runde 1. Für 10 Punkte. Nenne den Künstler. Pink? Richtig. Ein Punkt. Sehr schön. Sibylle hat den Künstler richtig. Es steht 10 zu 10. Ja, ihr seht's. Super, super witzig. Also wenn man hier alleine spielt, wird man sogar random gegen irgendjemanden sozusagen gematcht. Und ansonsten kann man eben hier noch 1 bis 4 Spieler auswählen. Das Ganze geht dann reihum. Und auch das kann man natürlich dann irgendwie verbinden, wie auch immer, mit irgendwelchen kleinen Strafen oder Belohnungen, wenn man da gewinnt und so weiter. Deswegen auch ziemlich cooler Skill. Und gerade wenn man abends mal irgendwie mit mehreren Leuten zusammensitzt. Echt ein Klassiker, vor allem, weil man eben auch die Jahre sozusagen von ganz früher, von den 60ern, 70er, 80er, 90er, alles auswählen kann und für jeden auf jeden Fall was von der Musikrichtung her dabei ist. Damit sind wir eigentlich schon wieder so an der Schlafenszeit angekommen. Wenn es dann später wird, gehe ich ins Bett und was höre ich jeden Abend zum Einschlafen? Das ist Baumers Schlafenszeit. Super krass, wirklich. Damit ist man immer direkt weg. Das sind so kleine Schlafreisen. Ich zeige euch das Ganze mal. Alexa, starte Baumer Schlafenszeit.
Okay, hier ist Barmer Schlafenszeit. Willkommen zur Barmer Schlafenszeit. Wie kann ich dir heute beim Einschlafen helfen? Mit Entspannungsmusik, mit einer Traumreise, mit Klangwelten oder mit Schäfchenzählen? Traumreise. Lass uns auf eine Traumreise gehen. Welche Reise darf es denn sein? Gedankenwelten, Wasserwelten, Weltall, Bergwelten, Winterwelt oder Urlaubsgefühl? Urlaubsgefühl. Okay. Begib dich gedanklich nach draußen. Auf eine kleine Insel. Die Insel ist umgeben von warmem Meereswasser. Alexa, stopp. Ja, das war jetzt eine kleine Demonstration. Also da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Rubriken. Ihr könnt auch einfach nur irgendwelche Klanggeräusche hören, irgendwelche sanften Entspannungssachen oder eben so eine Traumreise machen. Wenn ihr so eine Traumreise macht, dann kann ich euch eigentlich garantieren, dass ihr am Ende der Traumreise immer schon eingeschlafen seid. Der Skill geht danach automatisch aus. Und ja, alles ist ruhig um euch rum. Das heißt, das Ding läuft nicht über Nacht durch. Kann ich euch echt nur empfehlen. Alternativ dazu, wer wirklich mehr auf so Gewittergeräusche und sowas steht, dem empfehle ich den Skill Donnerwetter, auch super praktisch. Das wären eigentlich meine meistgenutzten Alexa-Skills, so vor allem in den letzten Wochen, Monaten jetzt. Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Wie sieht es bei euch aus? Welche Skills verwendet ihr? Nutzt ihr überhaupt Skills? Habt ihr auch kostenpflichtige Skills? Also habt ihr schon mal für Skills auch was ausgegeben? Das ist ja so ein Konzept, hinter dem die Entwickler da so ein bisschen stehen, dass man wirklich auch manche Skills sozusagen upgraden kann. Ähnlich auch wie In-App-Käufe habe ich persönlich beispielsweise noch nie gemacht, auch noch nie irgendwo jetzt gedacht so, wow, okay, hier brauche ich jetzt die Plus- oder die Premium-Version, um noch das und das zu haben. Nee, bisher fand ich die Skills eigentlich alle immer so out of the box schon ziemlich nice. Aber wie gesagt, es freut mich natürlich mal von euch zu hören. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten, falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und vor allem ein kostenloses Abo da, damit ihr auch zukünftig keine Videos verpasst. Und folgt mir gerne auf Instagram, RealVanix. In dem Sinne, bleibt vor allem alle gesund und macht's gut.